Dominik Zwerger, gratuliere zum Sieg. Ich nehme an, es ist auch so ein Stein von der Schulter, eine Last von der Schulter gefallen, dass wir jetzt endlich die Niederlagenserie beenden können. Wie haben Sie es geschafft heute? Definitiv, ja. Wir haben gewusst, jetzt müssen langsam Punkte her. Und heute haben wir, glaube ich, eine Leistung gezeigt, was wir verdient haben, die zwei Punkte. Und die nehmen wir mit und jetzt gehen wir weiter in die letzten fünf Spiele. In eurer Situation wäre natürlich der Dreier besonders wichtig gewesen, aber ich glaube, ihr nehmt den Zweier genauso gerne mit im Hinblick jetzt auf den Saisonendspurt. Ja, wäre natürlich umso schöner gewesen, die drei Punkte, aber die zwei Punkte nehmen wir mit, definitiv. Jetzt sind wir wieder dran, wir werden alles geben bis zum letzten Spiel und dann schauen wir, wo wir stehen. Ihr seid mit einem knappen Vorsprung ins dritte Drittel gestartet, dann kommt der Shorthander. Habt ihr da miteinander auf der Bank geredet? Hat das, ein bisschen auf Moral geschlagen? Oder wie war das bei euch denn? Nein, ich glaube, aus dem haben wir gelernt von den letzten Spielen. Wir haben gesagt, egal ob wir einen Rückschlag haben oder nicht, das war jetzt ein kleiner Rückschlag für uns, aber wir haben weitergekämpft und am Schluss hat es sich bezahlt gemacht. Wir haben einfach nicht aufgehört dürfen, weiterspielen, Kopf oben heben und darum haben wir am Schluss den Sieg geholt. Ja, und das Penaltyschiessen hat gezeigt, dass sie da wahrscheinlich das ein oder andere Mal auch schon geübt haben. Wissen Sie genau, welchen Trick das Sie möchten, wenn Sie anlaufen, oder wird das spontan entschieden? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nein, habe ich spontan entschieden. Also dort, wo der Goalie aufmacht, probiere ich zum Schiessen. Und zum Glück ist es heute aufgegangen. Hoffentlich geht es nächstes Mal wieder. Gratulation. Dankeschön.